Und damit willkommen hier zum allerersten Rennen mit unserer Assetto Corsa PC Liga. Heute sind hier 39 Fahrer am Set. Ein absolut interessantes Rennen steht uns hier in wenigen Augenblicken direkt nach dem Intro bevor. Ich freue mich, das für euch heute hier so präsentieren, nachdem der Stream letzte Woche ja leider nicht ganz so geklappt hat. Und ansonsten sehen wir uns jetzt zum nächsten Rennen natürlich auf diesem Kanal wieder live. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Nach dem Trailer geht's direkt los, der große Preis von Imola. Bis gleich! Müssen wir uns natürlich erstmal darauf ein bisschen einstimmen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum ersten Rennen in der Racing League Esports, in der Assetto Corsa PC Liga sind wir hier am Start in Imola. Das allererste Rennen der Meisterschaft, leider hat am Sonntag mein Stream ja nicht richtig funktioniert, deswegen wollte ich hier einfach nochmal ein Video für euch im Nachhinein kommentieren. Nun bietet ACC ja so eine fantastische Wiederholungsfunktion, wo wir wirklich alle Perspektiven jetzt gleich nochmal in der Wiederholung zu Gesicht bekommen und werden uns jetzt natürlich nochmal die Highlights hier aus dem Rennen mit anschauen. Also ich bin schon richtig aufgeregt, trotz dessen, dass es die Wiederholung ist, war das ein absolut tolles Rennen. Es gab Action in vielerlei Hinsicht, also bis zum Ende des Rennens. Also, ich möchte natürlich hier nicht zu viel spoilern, aber ich sag mal so, freut euch hier auf ein tolles Rennen. Wir haben hier 39 fantastische Fahrer. Müller, Jäger, Warmut, Candeta, der Schnucke ist dabei vor Krause, Hausburg auf 20. Verschiedene Autos sind hier auf jeden Fall an dem Start. Also wir einmal der McLaren Lamborghini haben wir hier mit vertreten, mit den Elvard im RLE-Team auf jeden Fall dabei. S. Reckler, der Herr Hoffmann auf der Nummer 23 fährt hier den Ferrari. Hier sehen wir an. Gucken wir mal ein bisschen in das Cockpit. Und da sehen wir schon auf jeden Fall viele, viele Köpfchen. Aber das ist tatsächlich auch im Game so. Also du hast hier viele, viele Einstellungsmöglichkeiten, die heute hier von dem Fahrer natürlich auch gebraucht werden. Und es bleibt hinzuzufügen, dass die Qualifikation hier leider ja nicht mit drauf ist. Also das Ergebnis, wie es jetzt hier in der Einführungsrunde ist, dann halt auch so in der Qualifikation gefahren wurde. Die geht immer 20 Minuten zuvor, gibt es immer noch eine Stunde Rennen auf unserem Server, wo dann jeder Fahrer dann natürlich die Möglichkeit hat, sich nochmal auf das Auto einzutrainieren. Jetzt gehen wir aber in den fliegenden Start und Krasner ist auf 1 vor Mulanski. Mulanski auf 2 wird sicherlich gleich Druck machen. Bernd auf 3 vor Finking. Also, ein richtiges Gerammel hier auf der Strecke, unglaublich. Jetzt geht's los, jetzt startet das erste Rennen der Racing League Esports. Wir freuen uns hier auf ein fantastisches Rennen mit den Jungs. Attacke, ich bin bereit.
So, wir schucken am besten auf die Führung auf Krasla. Der möchte die heute natürlich nicht hergeben und bis zum Ende des Rennens natürlich dann auch behalten, das ist klar. Aber leicht wird's nicht, da gibt's noch 38 weitere Fahrer, die den da einen Strich durch die Rechnung machen wollen und die Flagge ist grün geschenkt, es geht los. Und am Start gab es im Mittelfeld auf jeden Fall eine riesen Kollision. Da sieht man das auch, da gab es ein richtiges Getümmel, 3, 4, 5 Autos hat es da richtig erwischt, da folgt eins zum anderen. Da kannst du einfach nichts mehr machen, da hat es eine richtige Blockade gegeben, aber zurück an die Führung. Das Grassler auf jeden Fall auf 1, der konnte den Platz hier noch behaupten. Mulaninski auf 2 wird attackiert. Jetzt stimmt hier die Telemetrie wieder ein bisschen nicht. Also links wird er jetzt auf 22 angeschrieben, aber jetzt geht es wieder nach oben. Krasla jetzt auf 12, wobei er hier auf den ersten Platz ist. Also das Spiel spielt mit uns. Aber wir sehen hier an der Spitze auf jeden Fall ein enges Kopf-an-Kopf-Duell. Die schenken sich hier nichts. So, wir schauen mal ein bisschen zurück. Da kommt auf Platz 3 der Leon Brandt. Der macht jetzt hier Attacke auf die Führung. Zwei Zehntel ist er da nur weg. Auf Platz 4 kommt dann Finking vor Gewinner. Auch der hat eine fantastische Quali-Zeit absolviert. Ist da weit nach vorn gekommen. Fährt hier heute den Aston Martin. Da hinten hüpst ein Auto raus. Das ist... Wer ist das gewesen? Das ist Klinkenmüller, meine ich sagen's. Genau. Der verliert da gerade viele, viele Positionen. Gegen Axa. Dani im Mittelfeld auch richtig eng da. Wer ist das grüne Wunder? Das ist Warmut. Warmut greift da an Suna an und Hart kommt direkt dahinter. Und das ist richtig, richtig eng. Wir gehen mal auf die Cockpit-Perspektive. Und schauen uns da hier mal im Innenraum so einen Fight an zwischen diesen zwei Monster, PS-Monster hier auf der Strecke. Und das ist ein absolut spannendes Rennen. Also mit so vielen Autos, da passiert so viel im Rennen. Das kann ich leider nicht alles mit drauf haben, aber auch im hinteren Mittelfeld. Da ist Heimann an Brandt beschäftigt. Da lag schon wieder ein Auto neben der Strecke. Das ist Heinzer, der da den Notausgang nimmt. Und wird dann jetzt von Jäger überholt, holt sich aber auch gleich wieder die Position zurück, also gleich wieder auf Zapp und macht jetzt richtig Druck auf einmal auf Brandt. Also der Ausritt, der scheint ihm gar nicht gepasst zu haben. Er hat eine sehr, sehr gute Pace hier, wie es ausschaut. Zumindest in der Startphase hat Heinzer sich hier schon gut bewiesen. Attacke, weiter geht's im hinteren Mittelfeld. Das scrollen wir einfach mal durch. Racewind wird von Kiefer attackiert. Und da hinten sind die ersten Lücken, aber auch die ersten Abflüge. Elwarts habe ich gesehen, war vorhin ganz weit vorn, ist abgeflogen. Es sind tatsächlich natürlich die vor allem vom Start an der Boxengasse. Die hat es natürlich dann im Rennen auf jeden Fall aber noch die Möglichkeit, natürlich weit nach vorn zu kommen. Wir bleiben da drauf und verfolgen dann die Aufholjagd dann von den Fahrern, die jetzt leider am Start, ich sag mal mehr oder weniger, verunglückt sind. Mulaninski auf jeden Fall ein neuer Führender. Hat die übernommen. Krasla auf 2 und macht das Rad-an-Rad-Duell hier mit den Bären. Der verliert die Kontrolle. Das war hart gekämpft. Leider mit dem schlechteren Ausgang für Bernd. Das war gar nicht Bernd. Ja, ist ein bisschen schwierig, das hier alles immer durchzusehen, aber Picking auf 3. DK und Gewinner hat er da im Heck und wird da schon leicht nervös. Auch ein Axa folgt geschwind. Also Wicklund, wir sind da nicht allein. Dahinter kommt ein richtiger Zug. Und die Fahrer versuchen hier natürlich ihr Bestes, um natürlich hier keinen Fehler zu machen. Denn sonst verlierst du hier gleich 2-3 Positionen. Das ist direkt so. Und die Startphase hat es hier aber tatsächlich schon richtig in sich. Ja, das ist das erste Rennen der Meisterschaft. Jungs, ihr könnt euch auf jeden Fall gerne bewerben, wenn ihr
auch motivierte Racer seid und Bock habt auf ein faires Fahrerfeld, also hier mit den Jungs, ihr seht es ja selbst, es macht einfach unheimlich Spaß. Gönnt euch das Spiel für PC oder für auch vielleicht für PS4 oder 5, je nachdem, was ihr dann da zu Hause habt. Wir haben für beides eine Liga, also jeden Montag 20 Uhr gibt es hier ein Rennen. Verpasst das nicht. Kommt da gerne vorbei und meldet euch an. Kommt dazu einfach auf unseren Discord-Kanal. Und das nächste Rennen auch nächsten Montag in Japan. Auch da sind wir natürlich live vertreten, also nochmal die Atmosphäre wiederzugeben, wie es denn so im ersten Rennen war, aber dann natürlich wieder am Montag live, in der Hoffnung, dass es beim Stream dort diesmal keine technischen Probleme gibt. Aber jetzt sehen wir gerade den Angriff von AXA, der macht jetzt richtig Druck auf den Gewinner, hat hier auch wieder einen besseren Ausgang aus dieser Kurve und saugt sich jetzt ganz nah ran. Im gesamten Feld ist hier ordentlich Action dabei. Wir haben Schnudel, der macht jetzt hier ebenfalls Attacke, beziehungsweise wird gerade attackiert von Wartmut. Bernd ist tatsächlich vorbei. Der macht jetzt Druck auf Wartmut. Also wir sind bei Bernd jetzt hier mal auf der Onboard. Da scheint es jetzt wirklich hier nach vorn zu gehen. Er sucht die Lücke, findet aber noch bislang keine. Aber nur eine Frage der Zeit und Schnudel sieht da schon ganz gierig zu. Und da hinten geht es auch richtig hart zur Sache. Der Schniffer ist dran an Beckler. Die Innenseite hat Beckler für sich. Jetzt die Außenseite. Und im hinteren Feld kommt dann noch Hausburg mit doppelten Windschatten. Geht da direkt schon auf der Außenseite an Schiffner vorbei. Der macht da aber auch ganz fair Platz. War schon fast wie abgesprochen. Aber Hausburg jetzt dran an Beckler. Oh, das ist alles ganz, ganz eng auf der ganzen Strecke hier. Zahlreiche 2, 3, 4, 5 Kämpfe. Da vorne geht es da auch schon weiter. Da will ich natürlich auch nicht so verpassen. Aber dieser Dreikampf hier schockt mich schon gerade ganz heftig. Und da sieht man auch, wie die Fahrer hier am Kämpfen sind. Diese schweren Boliden zu fahren. Das ist ganz einfach, wie es aussieht. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, hier schon im ersten Rennen zu zeigen, was in einem steckt. Hier will man natürlich überzeugen und die ersten Punkte mit aufs Konto nehmen, um natürlich in der Meisterschaft da auch gleich am Anfang auf Zack zu sein. Aber die Meisterschaft ist lang. Wiglund kommt auf die Innenseite, berührt den Dini. Da gibt es dann den Ausfall für beide Fahrzeuge. Wir müssen jetzt ein bisschen vorsichtig auf die Strecke kommen. Wartmut zieht vorbei, Schnudel zieht vorbei. Und jetzt auch noch Wiglund, Jäger. Wiglund gibt da so die Position wieder her. War ein bisschen übereifrig, aber auf jeden Fall fair, dass er da gesagt hat, hier Junge, dann komm nach vorne, es tut mir leid. Es ist halt eng auf diesen Schikanen, da müssen beide richtig mitspielen. Und wenn du dann aber natürlich hier ja, in eine Berührung kommst, wie diese gerade, da kannst du dann einfach nichts mehr machen. So, wir gucken. Bisschen nach vorne, da ist Schnudel gerade dran an Wartmund, ist da schon auf der Außenseite abgeschert, hat mehr Schwung jetzt auf jeden Fall mitgenommen und setzt sich jetzt auch direkt auf gleiche Höhe und versucht es außen herum und Wartmund, das wird richtig eng, kommt da auch über die Streckenbegrenzung. Wartmund hat aber die Innenseite ein bisschen besser, die Linie von ihm, und kann da Gott sei Dank noch die Front behalten, dann fragt sich nur wie lang. Schnudel macht da wirklich ziemlich, ziemlich Druck. Wiglund jetzt direkt im Nacken auch noch am Start. Schnudel hat jetzt den Fehler begangen. Jetzt kommt Wiglund auf einmal dazu und auch der Jäger greift an. Wiglund auf
Überholkurs, gibt aber wieder ein bisschen nach und jetzt hat er den längeren gezogen, glaube ich. Jetzt kommt Wicklund vorbei, tolles Überholmanöver und auch Dini auf der Innenseite vorbei. Jäger versucht seinen Windschatten sich jetzt noch an der Start und Ziel vielleicht vorbeizusaugen. Sollte dann geklappt, der BMW ist relativ top in der Topspeed. Aber und den die dann sieht, glaube ich schon Überrundung auch. Aber trotzdem Wahnsinn, was hier abgeht. So, weiter geht's in die Schlacht. Weiter gucken wir mal nach vorn. Jetzt sind wir hier schon mitten im Getümmel am Anfang. Also Mulanski macht da vorne einen fantastischen Job, kann sich schon 5 Sekunden absetzen. Das ist so ein kleines Polster, was du dir aufbaust, um das Rennen, das Tempo dann auch anzugeben. Er hat dann seine Pace gefunden und versucht dann natürlich manche Runden wieder ein bisschen das Auto zu schonen und gewisserweise dann natürlich auch wieder den Vorsprung auszubauen, ist klar. Aber das Rennen ist noch extrem lang, also es wird auf jeden Fall noch eine ganze Menge passieren. So, wir scrollen einmal durch das ganze Feld, schauen uns alle Fahrer an. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben auf Platz 22 Hart. Der hat den Heinzer, besser gesagt den Heizer im Hintergrund. Nein, Heinzer wird versuchen, jetzt die Attacke auf Hart zu machen, da bin ich mir sicher. Da macht er richtig Druck, kommt nah ran. Und jetzt kommt auch der Fehler bzw. der Boxenstopp. Der erste. Und jetzt mittlerweile nach dem ersten Boxenstopp von Elwart geht auch die Aufholjagd hier weiter, jetzt auf der Innenseite vorbei. Am Ferrari. Weinzwein. Ist auch nicht schlecht. Cooler Name hier. Kommt jetzt weit über die Streckenbegrenzung. Das bedeutet auf jeden Fall Positionsverlust. Petersen kommt vorbei, sichert sich hier Platz 37. Zettmann auf 33. Wie sieht es da hier bei ihm aus? Die Telemetrie wird hier wieder nicht richtig angezeigt. Aber vorne sein Teamkollege ist eigentlich der Mann, der vor ihm ist. Da ist er noch ein bisschen weiter weg. Auf 38 dann noch Kiefer. Hoffmann ist das schon auf 25. So, schauen wir mal nach vorn. 2 Zehntel hat Mulanski verloren. Das ist jetzt noch keine Zeit, wo man sagen kann, man muss da Angst haben. Er hat noch unter Kontrolle, ist da auf jeden Fall auf Zack. Jetzt die Überrundung an Ernie problemlos vonstatten gegangen. Vielleicht sogar ein bisschen mit Vorteil mit Windschatten. Und dann kommt Grassler. Wo haben wir den? Hier. Und Grassler ist auf P2. Hat hinter DK 2,5 Sekunden Vorsprung. Porsche gegen Aston Martin. Saugt sich hier schöne Windschatten an, versucht das jetzt schon auf der Innenseite, da bleibt er noch dahinter. Und jetzt ganz, ganz, ganz schlechter Exit. Jetzt kommt sogar Axa deutlich näher ran.
Währenddessen baut sich im Mittelfeld hier ein richtiger Kampf auf. Da wird es gleich richtig feurig. Wartmut führt diese Gruppe an. Wir gucken hier mal aus der Heli-Perspektive, auch sehr, sehr schöne Perspektive. Hier kann man alles sehr, sehr gut sehen. Alle absolut am Limit. Das kann man auch ganz gut sehen. Ich glaube, Schnudel versucht dagegen Wicklund durchzusetzen. Und hier kann man wirklich die Bilder für sich sprechen lassen. Dini gegen Schudel, Wicklund, Wartmut. Dieser Viererkampf hält uns hier richtig in Atem. Das wird hier extrem spannend. Wer hat am Ende die Nase vorn? Jeder macht hier Druck. Alle am Limit. Gucken am besten mal wirklich auf eine Perspektive von der Kamera. Kann man ein bisschen was ändern? Und Freudenberg überholt. Müller schon vor auf Platz 7 gefahren. Auf jeden Fall starke Aufholjagd. Wartmut auf 10. Wicklund auf 11. Onboard-Perspektive hier 230, 240. Highspeed garantiert. Der Innenseite wird es jetzt versucht. Und jetzt geht er tatsächlich außenrum vorbei. Wunderschönes Überholmanöver. Krause damit jetzt hier. Also auf 16. So, Seppmann jetzt hier auf den letzten Platz zurückgefallen. Das ist natürlich am Anfang, war glaube ich auch im Unfall mit verwickelt. Gewinner auf Platz 5 macht Attacke auf Finking. Diese V2E-Action immer hier. Unglaublich. Finking. Innenseite, jetzt außenrum und vorbei, Gewinner, jetzt also auf Platz 5, toller Kampf, Vierter, jetzt Finking. Aber ich glaube, den Gewinner kann man hier noch nicht abschreiben, das steckt allein schon in seinem Namen. Der möchte hier weiter attackieren, Hübler auf
So, da sieht man auch mal die verschiedene Autovielfalt hier im Rennen. Auf jeden Fall hört sich der Klang schon richtig, richtig genial an. Beim Runterschalten verbrennt das richtig. Sehr genial sind hier auch so kleine Streckendetails. Das sind tatsächlich Bilder von Senna an der Wand hier auf der Strecke. Das ist ja generell eine sehr historische Strecke und von daher ist hier auch im Detail ziemlich viel im Spiel auf jeden Fall mit zu erkennen. Auf YouTube natürlich zu Gesicht bekommen. Schaltet da ein, um 20 Uhr geht's los. Und wir sind jetzt hier in Richtung Schlussphase des ersten Rennens in Imbola. Das ist schon wirklich ein richtiges Highlight. Ich freue mich auf die Saison. Es wird noch so viel passieren. So viele Strecken werden uns noch begleiten. Wir sind noch ein bisschen am Planen, was den weiteren Werdegang der Saison betrifft, wegen der Streckenanzahl. Das hängt so ein bisschen von verschiedenen Faktoren ab und werden dann aber natürlich euch da auf alle sozialen Medien auf jeden Fall in Kenntnis setzen. Und schaut da deswegen auf jeden Fall auch mal vorbei. Und die Schlussphase wird aber extrem interessant werden. Thinking ist an Grassler ganz, ganz nah dran. Auch dahinter ist auf jeden Fall noch ordentlich Schwung in der Partie. Dini macht auf jeden Fall Druck. Denn der wird von Wicklund da hinten schon ziemlich attackiert. Also dazwischen ist jetzt noch eine Überrundung, aber trotzdem ist er da nicht weit weg. Wartmut hat jetzt 5 Sekunden Abstand auf Schnüdel. Aber das Spannende an der Spitze folgt hier. Es geht um den dritten Platz. Finking an Grassler. Das Duell hier an der Spitze. Da hinten einer auf Abwägen. Überrundung, da müssen beide gut vorbeikommen. Wunderbar Platz gemacht da. Auch das ist immer relativ schwierig festzustellen, ob da einer hinter dir ist. Meistens in der Cockpit-Perspektive hast du ja keinen Rückspiegel und im Auto ist es sowieso auch keine Heckscheibe verbaut. Von daher würde auch das nicht nützen. Da musst du dich wirklich an der Zeit orientieren, die du da links siehst, also am Klassement. Vicky schaut aus auf der Außenseite, jetzt geht's wheel to wheel in die Kurve rein und auf der Außenseite hat Fink gegen den Grip verloren, muss da ein bisschen gegenlenken, ein bisschen korrigieren und lässt da den Platz jetzt hier an Grassler. Erstmal nochmal zurück, aber er war schon ganz kurz vorbei, da hat nicht viel gefehlt, aber ich denke auch der nächste Angriff kommt in wenigen Augenblicken. Müller währenddessen auf Platz 5. Auch der kommt da so langsam, aber sicher näher dran. Gewinner auf 6. Siebter ist dann Axa. Da guckt man einmal nochmal durch das ganze Feld mit durch. Also DK, Grassler, Denking, Müller auf 5. Also vorne im Rennen kann auf jeden Fall oder wird noch eine ganze Menge passieren. Dini, Wicklund, auch die beiden haben natürlich ein Ziel, den Vordermann überholen. Du bist auf 12 zurückgefallen, 13. ist Wartmut. Da ist ein großes Polster zwischen den Fahrern, aber danach Heimann, Jäger, Hausburg. Achte auf Nummer 20. Bortschocher. 1er auf 22. Hoffmann, Krause. Kommt da auch noch im Bedrängnis. Also da ist noch ein ordentlicher Viererkampf drin. Auf Position 20 bis 21, 22, 23. Anderthalb Sekunden weg jetzt hier von Grassler. Also das ist nicht viel. Müller kommt auch näher. Gewinner zieht sich da mit.
Und dahinter kommt dann auch schon AXA und Klinkmüller. Also hier das Duell an der Spitze wird sicherlich nochmal richtig feurig. Und man sieht, die Fahrer sind absolut am Limit, die sind am Kämpfen. So eine Stunde Rennen, das zieht natürlich auch Energie. Du musst hier die ganze Zeit auf Takt bleiben. Jetzt kommt Müller auf der Innenseite, das ist bloß die Überrundung. Aber geht hier natürlich dann ohne Probleme vorbei, klar. Gewinner auf 6. Ging ihn vorbei, Suna aber mit dem Switchback. Der versucht jetzt wieder innen, hat eine bessere Exit auf jeden Fall gehabt. Wicklund kommt jetzt auch wirklich richtig nah ran an dieses... an diesen Zweikampf. Im Mittelfeld geht es auf jeden Fall noch um Punkte. Wicklund und auch der kann Druck machen auf Suna. Suna. Dini auf 9 muss sich da ebenfalls ein bisschen im Seitenspiegel orientieren, was die beiden dahinter machen. Er hofft jetzt natürlich, dass die beiden hier in Zweikampf kommen und beide natürlich ein bisschen Zeit verlieren, damit er sich hier absetzen kann, ist klar. Aber ich denke auch, das wird hier nochmal richtig interessant. Wicklund jetzt auf der Innenseite mal schön ausgeschwenkt und mit einer besseren Topspeed einfach mal vorbei. Und macht jetzt nochmal Druck hier auf Suna. Vielleicht kriegt er den auch noch. Also, da ist noch auf jeden Fall Zeit. Währenddessen nochmal die Schlussphase jetzt im Rennen. Müller auf Platz 5 macht jetzt Druck hier auf Grasler. Und Gewinner ist noch auf 6. Die 32. Runde wurde absolviert. Und jetzt geht es hier in die entscheidenden, in die letzten Sekunden. Also, Attacke. Jetzt kommt Müller. Und Gewinner lauert auf eine Chance, da am besten an beide vorbeizukommen. Grasler war jetzt mit großen Problemen. Jetzt kommt Müller auf der Außenseite und möchte es jetzt festmachen. Holt er sich hier den 5. Platz und er schafft es tatsächlich. Geht jetzt hier kurz vor Schluss nochmal vorbei. Tolle Sache. Also was für eine Aufholjagd hier. Jetzt kommt aber viel Verkehr. Das könnte jetzt natürlich wieder ein Vorteil sein für Grasler. Und auch für Gewinner. Wow, das war sehr knapp jetzt hier schon von Grasler. Da konnte er gerade noch so auf der Innenseite ausweichen beim Ausgang, ohne dass er Zeit verliert. Sonst hätte er da vom Gas gehen müssen und hätte wahrscheinlich noch die Position verloren. Gewinner macht richtig Druck. Also der möchte es jetzt wissen. Der möchte da vorbei, der will sich den 4. Platz holen. Auf der Innenseite. Dieses Getümmel hier kurz vor Schluss. Gewinner. Grasler jetzt auf der Innenseite attackiert. Hat jetzt hier eigentlich auch die bessere Linie bei den Überrundungen. Und geht tatsächlich vor auf Platz 5. AXA ist aber auch noch auf Platz 6. Der kommt da jetzt ja auch näher ran. Hier wird gekämpft bis zum bitteren Ende. So muss das sein.
Axa kollidiert mit Krause, das war einfach zu eng und zu viel gewollt. Ich hoffe, er hat jetzt keinen großen Schaden davon getragen, aber da war auf jeden Fall da mehr drin. Und Grassler bleibt aber noch dran, am Gewinner. So, und das war's also jetzt, der große Preis von Imbola hier. Das Rennen hat uns auf jeden Fall richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich schon jetzt am Montag in Zolder euch alle wieder auf der Strecke zu sehen. Wünsche euch bis dahin noch eine schöne Zeit. Und ja, wie immer, keep racing. Erstmal darauf ein bisschen einstimmen.